Elmar Hafax gilt als einer der größten Feldherren aller Zeiten und hat in einem halben Jahrhundert auf quasi jedem relevanten Schlachtfeld Aventuriens gestanden. Dabei gilt er als unbesiegt, wenn er Zelt der Offiziere Fähnchen verschiebt oder die Moral der Feinde bricht. Wie wurde Hafax zu diesem Mann, den man heute kennt und selbst nach seinem Verrat am Mittelreich immer noch zu ihm aufsieht? Hafax beginnt seine Karriere 941 nach Bosbarans Fall, durchläuft eine knappe Zeit und dient dann als Hauptmann in den maraskanischen Kriegen von Reto. Diesem fällt er auf und wird vom Kaiser rasch zum Oberst ernannt, steigt in den Beraterkreis auf und dient ihm neben anderen Koryphäen wie Dexter Nemrod, Admiral Sarnin, Raidri Conchubert oder Hofmagier Galotta. In den Tuzak-Aufständen unter Kaiser Hal dient er erneut und wird zum Marschall von Maraskan ernannt, was Hafax eher als Demütigung sieht, da er diese Insel hasst. Sein Freund Gaius Corvan Eslam Galotta holt ihn 5 Jahre später zurück an den Kaiserhof in Gareth und wird dort zum Reichserzmarschall und Grafen von Werheim ernannt. Damit hat Hafax nach 60 Jahren alles erreicht, was er erreichen kann, ist jedoch unzufrieden und fühlt sich aufgrund seiner Herkunft nicht respektiert. Als der Hofmagier Galotta im Scharlachkappentanz von Nahema und Hal gedemütigt wird, öffnet er die Zelle seines Gefängnisses und entlässt ihn, was den Magier letztendlich zum Zug der 1000 Oger veranlasst. Hafax kämpft auf Seiten des Mittelreichs an der Trollmauer und gewinnt. 10 Jahre später, im Orkenkrieg, befiehlt der sehr viel jüngere und unerfahrene Thronfolger Brynn in der Schlacht, was zu seinem einzigen Verlust führte, den er zwar nicht selber verantworten muss, aber trotzdem dazu führt, dass er sich seinen Bart abschneidet. Sadrak Vassoy kann jedoch später von ihm besiegt werden. Da Hafax nicht adlig ist, kann er nicht weiter befördert werden. Reichserzmarschall wird Leomar von Berg anstatt seiner selbst und der Feldherr aus Dapazien wird nach Maraskan abkommandiert und ihm dies als Beförderung verkauft. Im Zorn schließt sich Hafax Borberat an, der ihm hier in Werheim erscheint und ihn als Kommandierenden an seiner Seite wissen will. Zu diesem Zeitpunkt glaubt noch keiner an die Ankunft des Schwarzmagiers. Die 7 Gezeichneten werden bis zu diesem Zeitpunkt ignoriert. Hafax paktiert mit Asphalot, bekommt als 80-Jähriger eine neue Jugend geschenkt und erobert Maraskan für den dunklen Herrscher. Dieser führt in der Zeit die Invasion der Verdammten durch. Hafax plant diese Eroberung von Tobrien, welche selbst ohne seine Anwesenheit ein voller Erfolg ist. In dem Blitzkrieg fällt Tobrien von Mendena bis nach Warung. Hinter schweren Mauern abgeschottet halten sie das Gebiet. Die Trollmauer, an dessen anderer Seite er zuvor die 1000 Oger abhielt, dient ihm nun von der anderen Seite ebenso. Die 7 Gezeichneten können Borberat zwar vernichten, doch die Schlacht gewinnen können sie nicht. Hafax triumphiert hier dennoch, schlägt die garetische Armee zurück und verbleibt mit der Trollmauer als Grenze in Tobrien. Die Heptarchen bilden sich aus dem Erbe von Borborat Xamanot. Hafax bekommt den Splitter von Belhal-Har und zieht sich nach Maraskan zurück, um von dort aus zu planen. Er überfällt das Oronische Reich, verrät Demiona von Zorgarn, zieht sich mit den Pferden und dem Korn wieder zurück. Dann stürzt er einen weiteren Heptarchen, den buckligen Magier Xeraan, erobert dann Mendena. Von hier aus regiert er jahrelang, ohne dass irgendjemand etwas gegen ihn tun kann. Die Kräfte der Niederhölle zwingen ihn am Ende zu einer Schlacht. Er selbst ist des Mordens zwar müde, will aber mit einer letzten Probe den Sieg erringen. Als seine eigenen Offiziere Hafax verraten, ist dieser längst darauf vorbereitet. Er wechselt die Seite, wie er es von langer Hand plante, und kann auch in seiner letzten Schlacht erneut triumphieren. Helme Hafax, Heptarch, Fürst Komtur von Maraskan und Mendena, ehemaliger Graf von Werheim, stirbt nach langjährigem Verrat als Legende auf Seiten des Mittelreichs und gilt damit weiterhin als unbesiegt. Der Feldherr hatte neben seinem Asphalot-Pakt einen weiteren mit Belhal-Har, um den Splitter an sich zu binden. Er hat eine von Akrimot verfluchte Endurium-Rüstung und ein Schwert von eben jenem. Argul Vor und Atai Nak.